So, da sind wir wieder bei Götterdämmerung. Und ja, wir haben letzte Folge im Endeffekt die ganzen Jungs hier mal von A nach B begleitet. Und vor allem sind wir jetzt wieder in der Höhle. Ihr kennt wahrscheinlich noch die Höhle. Da waren wir auch schon mal drin. Jetzt sind auf einmal irgendwelche Orks hier drin. Und wir müssen mit den komischen Schlappschwänzen hier. Mal, der tut den immer an. Der ist tot. Er ist praktisch tot. Der hat noch Hälfte Power. Ja, der ist so gut wie tot. Oh Mann. Und mit den Leuten sollen wir jetzt jedenfalls die Höhle erkunden und weiter vorgehen. Müssen wir mit irgendjemandem eigentlich reden? Nope. Erfahrungspunkte mäßig braucht man noch zu viel. Okay. Was hast du eigentlich zu viel? Wir haben noch 10 Lernpunkte. Wir haben ja Dorn dabei. Wie viele Drachenwurzeln haben wir denn eigentlich? Wir haben jetzt ein paar eingesammelt. Goblinbeeren noch 8 Stück. Da können wir mal ein paar nehmen. Da kriegen wir immer 2 Jagdgeschick. Ich weiß nicht, warum es gemacht ist, dass man bei der Drachenwurzel nur einen Stärkepunkt kriegt. Bei der Goblinbeere kriegt man 2 Jagdgeschick. Beim Stärketrank kriegst du zum Beispiel nur 3 Stärkepunkte, bei einem Mana-Trank 8. Das ist irgendwie so ein bisschen, kommt mir so ein bisschen willkürlich vor. Wir haben 16 Kronstücke. Aha, und wir haben 6 Drachenwurzeln. Okay. Na, pass auf. Die können wir ja schon mal einnehmen. Wir werden uns ja eh keine Stärketränke mehr brauen. Und dann können wir vielleicht noch ein paar Lernpunkte sogar bei Gorn ausgeben, dass wir noch auf 240 Stärke kommen. Obwohl, wir können es erstmal lassen. Ne, wir können es erstmal lassen. Also 4 Stärke brauchen wir noch. Da hinten sind nochmal ein paar Schlangen. Ihr greift jetzt aber da oben noch nicht an, ne? Weil die paar Lernpunkte, die nehmen wir auf jeden Fall, also die paar Erfahrungspunkte nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir waren hier schon mal, Freunde. Wir haben ja schon mal alle Schlangen platt gemacht, aber anscheinend sind die wieder neu gespawnt. Ist natürlich super für uns, weil wir können dadurch natürlich wieder relativ einfach ein paar Erfahrungspunkte abgreifen. Die Frage ist, ob auch die anderen Viecher in dieser Höhle nochmal gespawnt sind. Also normalerweise sollten jetzt hier auch bald Minecrawler irgendwie auftauchen. Jetzt hier im Dunkeln irgendwelche Schlangen fertig machen. Das ist ja quasi genau die Stellenbeschreibung eines Helden. Das sind locker 200, 300 Erfahrungspunkte, oder? Also locker, finde ich persönlich. So, da ist noch eine Schlange. Unter dir steht eine. Geh mal weg. Geh mal. Du bist behindert. So, ist hier hinten noch was? War jetzt hier noch was? Nee. Nee, nur noch mehr Schlangen. Okay, das machen wir dann. So, Freunde, ab in den Kampf. Los geht's. Ich denke mal, die Pilze sind ja auch wieder neu, ne? Die nehmen wir uns mal noch mit. Zack, 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 damit die auch wieder alle hinter uns stehen. Einfach lächerlich, die Höhle ist der absolute Hammer. So, Freunde, wollen wir jetzt einmal hin und mal kurz mit denen reden oder wollen wir gleich den Feuerball auf die Fresse hauen? Wir laufen mal hin und reden. Du solltest mich besser nicht stören. Schreckliche Schmerzen stehen dir bevor. Ich werde dich zerschmettern. Oh, mit dir. Nicht gut. Nicht gut. Bleib stehen. Gar nicht gut. Min, was machst du eigentlich da hinten, Junge? Komm mal mit. So, erste Sache ist, wir heilen uns. Zweite Sache ist, was machst du hier denn überhaupt, du Vollpfosten? Was macht ihr jetzt? Dir werde ich helfen. So, ich glaube, wir müssen mal hier so ein bisschen, den Kampf hier mal ein bisschen anfangen. Oh! Nein, jetzt heilt er sich doch wieder, oder? Okay, also ich glaube, wir müssen mal ein bisschen im Nahkampf mal abgeben. Das macht so alt keinen Sinn mehr hier. Der Mistkerl hat noch nicht mal. Nein! Ungünstig! Jungs, helft mir! Oder hilft mir! Ihr sollt mir helfen!
Nicht tot. Ich höre was ganz Böses. Nein! Was ist denn für ein scheiß Kampf hier, Mann? Mitten im Kampf laufen erstmal alle 10 Paladin wieder zu mir. Milton steht da, popelt sich in der Nase rum, ist ihm scheißegal. Wir kämpfen hier den 7-8 Mal. Ja, jetzt brauchen wir Milton mal. Juckt ihn einfach nicht, Freunde. Juckt ihn einfach nicht. So, Freunde. Aber warte mal, jetzt haben wir ja geladen. Jetzt haben die ja wieder alle volle Power, oder? Nice, Junge. Das ist ja mal ein schöner Bug. Den könnt ihr mal ausnutzen. Also, wenn die hier fast tot sind... Erstmal holen wir Milton wieder ab. Freunde, bevor ich hier noch weiter rede. Erstmal holen wir hier. Pass mal auf, Leute. Hat einfach keinen Bock drauf, ne? Einfach keinen Bock drauf. So. Bevor der mich hier wieder anwächst irgendwie, dann können wir mal direkt da los sagen. Bleib stehen. Das war, glaube ich, ganz gut. Aua. Weil es sind alle Magier auf uns, ne? Das war schon mal ganz gut. Das war ganz gut. Das war gar nicht gut. Jungs, ihr sollt verdammt nochmal kämpfen, Mann. Habt ihr den Magier? Da kämpft doch gerade einer gegen den Magier, Jungs. Was macht ihr denn? Ey, KI, die da gar nicht, Mann. Guck mal, und der lebt noch, ne? Ist der Hammer daran. Gut gemacht. Gut gemacht. Da könnt ihr übrigens auch mal... Da hinten... Daneben. Daneben. Oh, Jungs, da hinten. Links von euch. Jungs, ich laufe jetzt dahin und ihr macht dann mit. Oh, der trifft uns da. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt pack nicht rum. So, das war's mit dir. Ah, guck mal, und den müssen wir jetzt nicht umbringen. Alter, das macht der... Doch, jetzt müssen wir... Oder? Lebt der noch? Nee, der erholt sich nicht mehr. Das macht ja irgendwie keinen Sinn hier. Jetzt seht ihr mal, wie das Spiel auch teilweise ist. Es macht null Sinn. So, da haben wir übrigens mal diesen Kampfstab. Ich glaube, den gleichen hat auch Milton. Den kann ich euch mal zeigen. Der kann nichts. Der komische Scheißstab hier. Der. Freunde. Ne? Ich glaube, wie waren 75 Schaden macht der? Schutz vor Klingen 5. Geiler Stab, Alter. So. Aha, da hinten ist noch einer. Wo ist denn der Rest? Ah, hier ist noch einer gestorben, okay. Okay, Freunde, weiter geht's. So, pass mal auf, Fräulein. Waffe weg! Es gibt einen Kampf! Du wagst! Gut gemacht! Daniel! So, also für mich sieht es so aus, ob der Typ da hinten uns immer noch irgendwie ein paar Takte sagen will, bevor er uns irgendwie fertig macht. Der hat auf jeden Fall eine geile Robe an. Beschwörer! Ah, du. Ich habe dich schon erwartet. Los, du Penner. Rück das Auge raus. Das Feuer in deinen Augen gefällt mir. Los, du Penner. Dir fehlt das, was Taurus zur Genüge hat. Die Gier nach Macht. Dir bedeutet Macht nichts. Und darauf kommt es an, wenn man sich etwas so Mächtiges wie das Auge Innos zunutze machen will. Junge, du machst gleich Bekanntschaft mit meinem Stiefel. Was willst du damit sagen? Du kannst mit dem Auge Dinge tun, von denen Taurus nicht mal träumen kannte. Ich sehe deine Träume in deinen Augen. Deine Träume für Myrtana. Was? Ich sehe auch, dass ein Teil von dir das Auge für sich will.
Aber nicht aus dem Grund. Nee, um dir ist dann richtig tief in den Arsch von hinten reinzukommen, genau Junge. Wie ich, glaubst du, dass die Bewohner von Myrtana nicht fähig sind, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Sie sind ja zwei Jahre später hierher gekommen und haben nochmal alles von vorne machen müssen. Uns, die sie lenken. Der Typ, der quatscht hier. Weisen. Dein blödes Geschwätz geht mir langsam auf die Nerven. Da bin ich aber sowas von konform. Ich biete dir an, dir die Macht des Auges mit mir zu teilen. Schön. Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Noch kann ich die volle Macht des Auges nicht nutzen. Und ich weiß, dass Torus mich töten wird, bevor mir das gelingt. Du bist ein Mann mit Ehre, mit Weitsicht. Du siehst die Vorzüge, die es hat, wenn wir uns die Macht des Auges teilen. Mit ihm werden wir Myrtana auf nie zuvor gekannte Weise verändern können. Denk doch nur mal an die endlosen Möglichkeiten. Du wolltest diese Macht doch. Du wolltest Veränderungen. Oder etwa nicht? Die Macht des Auges ist zu groß. Niemand kann sie kontrollieren. Hat dir das dein Freund Milton erzählt? Ja. Er ist ein Magier. Er will die Macht des Auges doch nur für sich selbst. Es reicht, Magier. Rück das Auge raus, sonst muss ich es dir abnehmen. Ich habe wohl meine Zeit. Jetzt ist los, Freunde. Jetzt ist los. Wir müssen jetzt den ganzen Schwachsinn hier nochmal uns anhören. Ich kämpfe drauf. Seliger Trottel. Ich werde dich zerschmettern. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Jungs, ihr macht das, ne? Weil deswegen habe ich euch ja mit. Falls da ist, dass der wirklich niemand Stab hat, ne? Der geht wirklich mit Fäusten auf meinen los. So, mein du da. Könnt ihr jetzt mal alle abhauen? Was? Zumindest hat der Mistkerl Gold dabei. Warum nimmst denn du den jetzt aus? Was macht ihr beide jetzt hier wieder? Sag mal, kämpft jetzt gerade ein Paladin den Lee? Wir haben hier eine Truppe, ey. Du schlägst mich? Na, warte. Na, jetzt geht's ja noch mehr los. Du schlägst mich? Na, warte. So, Freunde. Was kriegen wir von ihm denn? Einen blöden Morgenstern, aber er hat auf jeden Fall das Audio Innos. Das Audio Innos hat die Macht, die Bestie zu vernichten. Aha. Karte des Beschwörers. Auf dieser Karte sind mehrere Orte verzeichnet, an denen die Bestie auftauchen könnte. Mana-Trank. Und da haben wir die Robe. Diese Rüstung gehörte dem dunklen Beschwörer. Nicht so dolle, aber können wir auf jeden Fall mal anziehen, einfach mal, um zu sehen, wie es aussieht. Alter, fett. Also man sieht es ja nicht von vorne, aber ansonsten sieht es geil aus eigentlich. Da passt sogar die Krone so ein bisschen. Ziemlich nice. So, was ist denn jetzt hier Problem, Freunde? Ja, mach den jetzt mal fertig hier, Torus. Dorn, meine ich. Lee, kann ich mit dir reden? Wo ist Torus? Dorn ist ja gerade beschäftigt noch. Wir holen ihn uns später. Weißt du, wo die Bestie ist? Milton wird es wissen, aber vorher braucht er die Karte. Seid ihr jetzt fertig bei dir, ja? Wo ist Torus? Pah, er muss gewusst haben, dass wir kommen. Er ist nach Trelis geflüchtet. Wo ist die Bestie? Milton wird es wissen, aber vorher braucht er die Karte. Hast du die Karte? Ja. Alles klar. Haben wir noch was vergessen? Die Truhe zum... Truhe des Beschwörers? Kannst du mal einen Schritt zur Seite gehen, Dorn? Das wäre wirklich, also das wäre... Ach, kommt mal mit, Jungs. Kommt. Angelausflug hier kommt. Genau, sehr gut. Idioten. So, jetzt nochmal. Geil. Das ist ja mal Hammer, ne? Das ist ja mal eine Truhe. Vielleicht waren wir auch schon damals hier mal dran, aber ich glaube... Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob da damals was drin war. So, Milton, hier hast du die Karte. Wir können auch mal selber nochmal auf die Karte gucken. Vielleicht finden wir da eben was. Warte mal, wo war denn die Karte?
M war Karte, die mal raus hier. M, hier, Karte des Beschwörers. Aha. Otara, Tempel von Trelis, Nemora oder Redok. So, Milton. Wo ist Taurus? Er muss nach Trelis geflüchtet sein. Das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gehört, Mann. Ja, ich hab sie. Zeig mir, wo die Bestie ist. Verdammt. Hier sind mehrere Orte markiert. Da muss ich wohl alle überprüfen. Ja, wir helfen dir. Wenn wir uns aufteilen, geht es schneller. Schön. Warte mal. Ich habe erst noch ein paar Fragen. Echt? Haben wir die? Ich habe keine Fragen. Glaubst du, der Magier hat die Bestie beschwören können? Ja, es sieht alles danach aus. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie aufgetaucht sein könnte? Nein, ich war nicht Teil der Beschwörung. Von daher habe ich auch keine Ahnung, wo die Bestie sein könnte. Du hast den Beschwörer gesehen. Glaubst du, er war mächtig genug, um für einen kurzen Schlaf der Bestie zu sorgen? Er mag zwar sehr mächtig gewesen sein, aber die Bestie ist das mächtigste Wesen, das je in Myrtana herbeigerufen wurde. Wie lange sie schlafen wird, kann niemand mit Sicherheit sagen. Gut, dann werde ich jetzt nach der Bestie suchen. Wir kommen mit dir. Nein, du musst mit Gorn nach Vengard. Warum? Wir sollten dir bei der Suche helfen. Ihr könnt mir am besten helfen, indem ihr Vengard beschützt. Sammelt sämtliche Truppen. Uns steht die größte Schlacht in der Geschichte Myrtanas bevor. Aber gegen die Bestie wirst du unsere Hilfe brauchen. Mach dir mal keine Sorgen. Ich habe Übung im Kampf gegen große Viecher. Ja. Meine Kämpfe gegen den Schläfer und den untoten Drachen haben mich auf diesen Tag vorbereitet. Ich werde mit dieser Bestie schon fertig. Ihr werdet woanders dringender gebraucht. Gut, wir sehen uns... Außerdem haben wir ja das Auge von Innos. Ne, das Ding ist ja anscheinend irgendwie total toll. So, töte die Bestie und schwuppdiwupp sind sie weg. Geil. Das musst du auch erstmal hinkriegen. So, ich würde sagen, wir erkunden jetzt nochmal zum x-ten Mal diese Höhle hier. Sind jetzt ja auch wieder alle Fleischpflanzen da. Und draußen sind immer noch die Trolley. Können wir uns dann auch nochmal holen. So, ich würde sagen, das mit der Höhle erkunden, da kann ich ja mal ganz kurz offscreen machen. Das müsst ihr nie sehen. Das ist ja total langweilig. Dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Bis denn. So, da sind wir jetzt wieder am Ende der Höhle. Und wen haben wir denn hier? Ne. Ja, wie geil ist das denn? Warum ist denn der jetzt hier? Über Alchemie bei. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht für uns. Hätten wir noch was lernen können. So, ansonsten. So, Jungs, jetzt haben wir ja die Karte hier, ne? Karte des Beschwörers. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch, so wie kann ich ja schon mal verraten, nur noch der Tod der Bestien im Grunde genommen. Also wir müssen jetzt die Bestien in all diesen vielen Standorten suchen und sie dann vernichten. Müssen sicherlich dann das Auge Innos im... Ich glaube, das ist ein Amulett oder sowas, ne? Sah jedenfalls so aus. Ne, denkst du? Hier. Ne, das müssen wir einfach nur... Achso, müssen wir einfach nur so tragen. Wir können also ganz nochmal unser Amulett... Was haben wir eigentlich gerade dran? Das mit dem mehr Mana und vor allen Dingen mehr Schutz. Na, wie gesagt, vielleicht können wir auch das... Ah, das Stärke brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ne, mehr Schutz, den Energie, Eis und Feuer anlegen... Und dann können wir jetzt einfach die Bestie finden und töten. Das Ding ist, das kann ich auch ehrlich mal verraten, das weiß ich zum Beispiel noch. Also ich weiß noch, wo die Bestie ist. Ich weiß aber eigentlich auch, oder ich versuche mich zu erinnern, oder ich denke, dass ich mich richtig erinnere, dass dann danach also quasi aber auch das Spiel vorbei ist. Also wir sind quasi im Grunde genommen am Ende angelangt, sind aber noch nicht ansatzweise so ausgerüstet, wie ich es haben möchte. Also von Kampfmagier, von wegen... Ne, letzter Feuerkreis und bestes Schwert im Spiel und so ein Zeug. Da sind wir noch ein bisschen entfernt. Außerdem haben wir auch noch ein paar Quests offen. Hier auch noch mal zeigen. Töte die Bestie, das ist ja quasi die so eine Art Hauptquest. Also danach müssen wir noch Myrtana vereinen, ist klar. Informationen für die Diebesgilde, ich glaube, da können wir auch mal wieder vorbeilaufen. Wir haben ja jetzt diesen Hubertus. Ah, das machen wir am besten danach. Genau, wir müssen erstmal die Frau noch nach Faring bringen. Wir waren zum Beispiel in dem Spiel noch gar nicht in Faring. Ne, in Nemora sind wir auch noch kurz vorbeigelatscht, haben gesehen, oh, da sind irgendwelche Orts, die uns sofort umbringen möchten. Da gehen wir mal nicht hin. Gut, nach Nemora müssen wir sowieso wegen der Bestie. Ne, das ist ja einer der Standorte. Also Otara, Nemora, Tempel von Trelis oder jedenfalls da in der Nähe war das irgendwie, ne? Und hier, Redot, genau. Das sind die vier Orte, die werden wir natürlich einzeln nacheinander bereisen. Und vorher werde ich aber wahrscheinlich versuchen, noch die ganzen Quests zu machen, auch nochmal euch zu zeigen. Wir haben ja zum Beispiel noch ein Banditenlager. Wisst ihr das noch? Das war ja da, das war hier hinten im Wald. Das war, glaube ich, bei Dossi 3 war, glaube ich, der Druide Rurak oder sowas da. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Da waren ja überall noch Trolle, zum Beispiel hier gleich rechts, ne? Ihr habt es auch schon gehört,
wo wir in der Höhle waren. Da sind, glaube ich, noch so 3-4 Trolle oder so. Die machen wir auch noch platt. Dann gibt es ja noch, glaube ich, 2-3 Trolle in der Nähe von Seden, da hinten beim Flusslauf. Und. Also wir haben auch noch ein paar Höhlen, wo wir vielleicht noch was finden. Und wir haben auch noch die Städte, wo wir im Endeffekt ja auch noch ein bisschen wüten können. Ne? Also Quest, glaube ich, kriegen wir jetzt nicht mehr so viele. Einfach weil wir durch die Orts, weil wir uns ja für dort entschieden haben, kriegen wir von den Orts ja keine Quests. Und die Menschenquests haben wir jetzt eigentlich fast alle durch. Also so kommt es mir jedenfalls vor. Wir haben ja auch nicht mehr viel, habt ihr gerade gesehen. Also wir werden jetzt auf jeden Fall das Spiel jetzt nicht in den nächsten 2-3 Episoden beenden. Klar, das Spiel ist ja nicht so Bombe, ne? Götterdämmerung, wer bis jetzt zugeschaut hat, der weiß, was ich meine. Aber wir werden natürlich noch ein bisschen Spaß hier haben wollen, ne? Wir haben ja auch noch die Feuerregen, also wahrscheinlich werden wir halt den nicht mehr so erlernen können, aber wir haben, glaube ich, ja, wir haben 4 Schriftrollen und die werde ich auf jeden Fall noch einsetzen. Das ist doch klar. Also da werden wir auf jeden Fall noch irgendwelche Städte nochmal so Kapdun und sowas, ne? Wir werden auch nochmal versuchen, rüber zu schwimmen nach Myrtana, nach Varant, ob das geht. Und ihr seht es ja auch schon bei der Map, kann ich nochmal zeigen. Irgendwo können wir auch versuchen, nochmal in den Norden zu kommen, ob da irgendwas ist oder ob das komplett leergefegt ist oder sowas. Also, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wer jetzt einfach nur das Ende sehen will, der muss dann einfach mal ein paar Episoden sozusagen entweder warten jetzt natürlich oder halt nach vorspulen. Irgendwo steht dann sicherlich, töte die Bestie oder irgendwie sowas, ne? Ist klar. Da wird dann sozusagen die Hauptquest im Grunde genommen weiter fortgesetzt. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach entweder da oder halt im nächsten Video. Bis denn, ne?